Ey Leute, was geht? Ketzer begrüßt euch zu einem weiteren Let's Talk. Und im Hintergrund seht ihr heute ein Gameplay von Sujuk Boy 1999. Das modert schon ein paar Monate lang auf meiner Festplatte rum. Ich hatte ihm immer versprochen, dass ich mal dazu einen Commentary machen werde. Und ja, das mache ich heute einfach mal. Und im anderen Hintergrund hört ihr gerade Liveboat von BZA und CP Oriam. Das ist nämlich ein Teilnehmer des Julians Blog Contests 2013 und um genau den wird es heute auch gehen in diesem Let's Talk. Ja, ich finde nämlich, dass das Julians Blog Battle 2013 ziemlich beschissen war im Vergleich zu diesem Contest, der jetzt gerade läuft. Und ja, CP Oriam und BZA sind übrigens gerade meine Lieblingsteilnehmer. BZA ist übrigens der Sänger, den ihr gerade im Hintergrund hört. Den Beat gemacht hat CP Oriam. Und ja, der hat mir den glücklicherweise zur Verfügung gestellt, um ihn in einem Video zu verwenden. Und jetzt ratet einfach mal, warum er das getan hat. Genau, ich habe ihn einfach gefragt und er hat gesagt, ja, du kannst es in deinem Video verwenden, pack uns in die Videobeschreibung. Und ja, das Ganze tue ich auch. Also ab in die Videobeschreibung mit euch und auf seinen Kanal gehen, bitte. Das ist sehr freundlich von euch, vor allen Dingen lasst doch noch ein paar gute Bewertungen da für ihn beim Julians Blog Contest. Er ist zwar jetzt nicht auf dem ersten Platz und der Asiate und Fortune sind eigentlich nahezu uneinholbar, aber ich finde trotzdem, dass er wirklich ja auch irgendwas verdient hat für so einen geilen Track. Der ist schon wirklich radioreif und ich hype gerade die ganze Zeit diesen Track, aber es ist einfach nur episch. Das Ding ist einfach nur episch. Lifeboat, Mann, das ist geil, ohne Scheiß, ich feier's. Ich hab's mir bei iTunes sogar gekauft. Das mache ich ja nicht mit allzu vielen Liedern. Ich fand's einfach halt nur absolut geil und es ist ein sowas von würdiger Teilnehmer. Er sollte auf jeden Fall unter den Top 3 sein, also die beiden zusammen halt als ein Teilnehmer gesehen. Und ja, es ist einfach nur episch, das Ding. Genauso wie das Gameplay, dazu wollte ich ja jetzt auch noch was sagen. Sujuk Boy 1999 hat einen Großteil der Zeit mit einer MSMC gezockt. Die hört sich ganz, by the way, an wie ein Rasenmäher, wenn man damit ballert. Wie so ein automatischer. Aber das ist Geschmackssache. Manche sagen, das stimmt, damit hast du voll recht. Die hört sich an wie so ein Rasenmäher. Manche sagen aber auch, stimmt nicht. Naja, auf jeden Fall, das Gameplay ist Sprengkommando auf Nuketown. Es ist ein 61 zu 11 und zu so einem epischen Gameplay, gut, passt gerade schlecht, dass ich das sage, wenn der Kollege hier stirbt, aber zu so einem epischen Gameplay passt eigentlich auch so ein episches Musikstück einfach, dass man es mal mit reinböllert. Musste einfach mal sein, tut mir leid, Leute, aber ich feiere das einfach zu sehr. So, jetzt ist aber auch mal genug mit Hypen. Also ab in die Videobeschreibung nochmal mit euch und schaut euch das Ganze nochmal an und gebt denen auch ein bisschen Promo dafür, dass sie sowas Geiles gemacht haben. Sowas muss nämlich auch mal belohnt werden, finde ich. Dass jemand sowas Geniales einfach zusammenbastelt. Naja, auf jeden Fall spielt der Kollege Sujukboy hier mit der MSMC, mit der wunderbaren Cyborg-Tarnung, die ich auch selber besitze und übelst feier. Obwohl mir die Pack-a-Punch-Tarnung bei dem Peacekeeper übelst geil gefällt. Das ist einfach nur die geilste Waffe, die ich je gesehen habe. Naja, ist aber auch scheißegal. Jeder von euch muss selber wissen, was seine Lieblingstarnung jetzt ist und welche er halt nicht so geil findet. Und ja, der Julians Block Contest ist an sich halt auch ein sehr gelungener Contest, weil er jetzt nicht wie das Julians Block Battle einfach mal in manchen Hinsichten relativ unfair ist. Zum Beispiel, dass dann einfach mal von der Gegenseite gehatet wird und das dann in Prozentsätzen ausgerechnet wird. Nein, es geht nur um die Likes und um die Aufrufe und das finde ich schon um einiges besser, als jetzt Dislikes überhaupt mit einzurechnen, weil Dislikes eigentlich das Behindertste sind, was es überhaupt gibt. Also mir gefällt das auch eher, wie es bei Facebook gerade ist, dass man sehen kann, wer es geliked hat und dass man jetzt keine schlechten Bewertungen geben kann, aber sehr wohl auch Kommentare schreiben kann. Also YouTube wäre um einiges besser, wenn es keine Dislikes geben würde und einfach nur die Leute, die es gut finden, halt sagen können, ja, war geil. Und die Leute, die es halt scheiße finden, schreiben dann einfach einen Kommentar, ja, behindert, scheiße, Drecks, Missgeburten, Kacke hier und so. Und so finde ich es halt um einiges sinnvoller. Und da holzt der Kollege auch gleich einen nach dem anderen weg. Das ist einfach unglaublich, dieses Gameplay. Ich habe lange nichts so gesehen. Also Elotrix persönlich hätte es nicht besser hingekriegt. Und es tut mir auch wirklich leid, dass es so lange auf der Festplatte am Modern war und dass ich daraus nichts gemacht habe. Es ist einfach nur traurig, dass ich halt dem Kollege hier keine Dingens gegeben habe, keine Promo in der Zeit. Aber er hat ja eh keinen Kanal, er ist nur ein Spieler und von daher geht das schon in Ordnung. Naja, falls ihr übrigens Gameplays einschicken wollt an mich, dann müsst ihr mir einfach mal eine PN schreiben, PN oder PM, egal, ihr wisst doch, was ich meine, auf YouTube.
Und ja, dann müsst ihr das Gameplay aber aufnehmen, denn ich habe nicht so unbedingt die Zeit, jetzt bei PSN wieder neue Freunde anzunehmen und dann hier und da und dann wieder da und hier und da und dann muss ich wieder da. Und dann habe ich das Gameplay irgendwann und kann es kommentieren und das dann auch nur relativ gediegen, weil dann wahrscheinlich ja irgendwas wieder fehlt oder so, weil ich es dann halt im Kinomodus abfilmen musste. Also schickt mir das Gameplay einfach nur in vernünftiger Qualität und dann mache ich einen Commentary davon. Wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, dann verlinke ich den auch gerne. Also ihr habt die Möglichkeit, vor allen Dingen jetzt nächstes Jahr, da möchte ich ja ein bisschen mehr in diese Richtung Commentary auch gehen, dass ich da auch ein bisschen mehr Enthusiasmus reinbringe. Da habt ihr auch äußerst, ja, um einiges häufiger die Möglichkeit, mir Gameplays zu schicken, damit ich sie kommentiere. Ihr dürft euch dann sogar ein Thema wünschen und Musik dürft ihr euch auch aussuchen, allerdings muss die contentfrei sein, sodass ich dafür keinen Anschiss bekomme. Naja, das ist mir eigentlich dabei nur wichtig und ja, ich hoffe, euch gefällt das Gameplay. Also ich finde es einfach nur ziemlich geil und ich hatte mir bis vor, naja, einigen Monaten, als es halt auch richtig losging mit dem Julians Block Battle, auch selber mal überlegt, vielleicht mal Rap zu machen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie das bei euch ankommen würde, ob ihr das geil finden würdet oder nicht, also ich so als Rapper, ich denke mal weniger, aber naja, ich bleib mal bei den Commentaries auf jeden Fall und wenn mal irgendwie was sein sollte von wegen Rap, dann seid euch sicher, ich werde beim Julians Block Battle mitmachen oder bei irgendeinem anderen Contest, das werde ich euch dann hier auch gerne verlinken, ich werde vielleicht auch ein bisschen dann, ja, auf die Kacke hauen, keine Ahnung, wer weiß, es kann alles kommen. Es kommt ja mit so einem Battle einiges, das haben wir ja bei SpongeBob gesehen. Aus jemandem, den vorher kein einziger Mensch kannte, ist wirklich jemand geworden, den jetzt so ziemlich jeder kennt. Und auch Playerboy ist ziemlich weit aufgestiegen, was das angeht. So Fame und so, wisst ihr ja. Das ist wirklich ziemlich cool, dass der Typ das geschafft hat. Ich finde Playerboy auch ziemlich cool. Vor allen Dingen das Finale war ja richtig Bombe, also die Runde gegen MCZ und so. Es ist einfach nur Bombe auf jeden Fall gewesen, das Julians Block Battle. Aber trotzdem war es unfair und das ist halt auch der Aspekt, der das Julians Block Battle vom Julians Block Contest sehr stark differenziert. Also da liegen schon ziemlich viele Unterschiede zwischen. Naja, ist auch egal. Es hat auf jeden Fall Bock gemacht, sich beides bisher anzugucken. Und ich war auch auf der Seite von SpongeBob. Ich wusste einfach, dass der Typ das reißt, weil SpongeBob einfach ein absolut übertrieben talentierter Rapper ist. Ich bin ja jetzt noch nicht so übelst lange der Rap-Hörer, aber ich kann selbst jetzt schon sagen, dass der Typ einfach am meisten drauf hatte, was Battle-Rap angeht und Technik. Und ja, der hat seine Gegner einfach nur weggefegt. Ich meine, ihr kennt doch wahrscheinlich noch das mit, was soll man dazu sagen, Frau am Steuer, also sowas. Das hat mich einfach nur übelst weggehauen, also das waren so krasse Punchlines. Der Typ, der hat einfach nur seine Gegner anal missbraucht, also die waren danach ja nicht mehr in der Lage, Freude in ihrem Leben zu spüren und sind wahrscheinlich genauso gestorben wie K1 nach dem Diss von Bushido. Fand ich übrigens auch übelst geil, den Track hier, Leben und Tod des Kenneth Glöckler. Übelst geil einfach nur, hast du gut gemacht, hast du Killer gemacht, Bushido, das war richtig Bombe von dir. Und scheiße, ich habe dreimal Bombe in diesem Video, glaube ich, gesagt. Jetzt müsste eigentlich die NSA direkt vor der Tür stehen und mich zusammenschlagen, in einen blauen Sack packen und dann in den Fluss werfen. Aber naja, vielleicht habe ich ja Glück und die NSA hat das nicht mitgehört. Wer weiß, war ja dieses Jahr auch übelst viel mit diesen ganzen Affären von NSA und hast du nicht gesehen. Oh Mann, ich finde es einfach nur scheiße, dass man ausspioniert wird. Ist aber auch scheißegal. Kommen wir zurück zum Thema. Wir haben nicht mehr lange. Leider. Ist mies. Ich habe heute richtig, richtig viel aufgenommen. Ich habe auch das Silvester-Special fertig gemacht. Habe heute über 6 Stunden dran gesessen. Deswegen bin ich vielleicht etwas ruhiger. Hoffe, das stört euch nicht. Naja, auf jeden Fall ist der Julians Block Contest in jeder Hinsicht besser als das Julians Block Battle. Obwohl beides ziemlich geil ist, aus meiner Sicht. Und ich finde es halt ziemlich cool, dass hier CP Orion und BZA mit ihrem Track so viel erreicht haben. Die sind ja momentan, soweit ich das weiß, auf Platz 6 und ich hoffe, dass die vielleicht noch auf Platz 3 kommen irgendwie, wenn das Ganze sich dann so seinem Ende nähert. Und ja, was soll man noch großartig sagen? Ich freue mich natürlich auch auf das neue Jahr, durchaus. Und freue mich auch darauf, dass es halt weitergeht mit dem Julians Block Contest und werde auch weiterhin gucken, wer gerade am Gewinnen ist, wie es gerade aussieht. Und ja, ich werde natürlich auch noch ein bisschen Promo geben, wenn einer vernünftige Arbeit leistet, so wie zum Beispiel
BZA und CP Orion mit Lifeboat. Das habe ich zum Beispiel favorisiert, geliked, auf iTunes gekauft. Und das passiert auch, wenn jemand einen Track bastelt, der mir absolut gefällt. Und dass ich das in dem Video verwenden durfte, ganz ehrlich, in dem Moment, als ich das gehört habe, halt, als der Typ da gesagt hat, ja, du darfst es im Video verwenden, da habe ich schon fast abgespritzt, Alter. Das war einfach nur sowas von geil. Ich habe das so übelst gefeiert, das könnt ihr schon gar nicht mehr glauben. Also das ist einfach nur der Hammer gewesen. Ich meine, ihr findet etwas geil, das ist bei iTunes wahrscheinlich bei euch dann noch in den Top 25 mit drin. Irgendwo unterhalb von Platz 5, also... Ja, und dann schreibt ihr den Typen einfach an, er hofft euch eigentlich nicht, dass ihr das verwenden dürft, und dann heißt es einfach, ja, du darfst es in deinem Video verwenden. Ich meine, wer gurkt denn da nicht ab, wenn er irgendwas absolut geil findet und dann auf einmal die Rechte dafür nachgeschmissen kriegt? Das ist doch einfach nur geil. Ernsthaft, ich find's einfach nur Bombe von dem Typen. Scheiße, ich hab's schon wieder gesagt, die NSA ist mir auf den Schlichten, die mögen mich nicht. Naja, die mögen uns alle nicht. Aber ist auch egal, ich werde auch irgendwann nochmal bei die NSA reden. Im nächsten Jahr kommen übelst viele Let's Talks, Commentaries, auch mit COD-Gameplay im Hintergrund. Nicht alle, aber einige. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf. Das nächste Commentary wird übrigens mit einem Gameplay von mir sein. Es ist 19.1 auf Cove. Und ich hoffe, ihr mögt das, auch mal ein Gameplay von mir zu sehen. Ja, dann sage ich, drückt eure Nüsse in den Sitz, bis der Leder schmilzt. Dann ist alles in Ordnung. Euer Ketter, sagt Cheerio und seid nächstes Mal auch wieder dabei. Tschüss.